Grüßt euch Gott und zurück zu After Human. Egal. Also, wir brauchen ja Eisen, Aluminium und was brauchen wir noch? Ja, Eisen, Aluminium und Obsidian. Können wir ja jetzt machen, ne? Also, wenn ich das hier richtig sehe, wenn ich das hier ganz richtig sehe, wäre es ja schon mal ein Anfang mit 5 Aluminiumblöcken, 2 Eisen, 2 Obsidian. Und da haben wir jetzt den Punkt, wir haben ja hier den Rucksack. Den brauchen wir dann, weil da ist Zeug drin. Dann hätten wir 2 Obsidian, nehmen wir mal 4 Obsidian für den Fall der Fälle. Außerdem muss ich jetzt mal was gucken. Okay, anders. Controller. Was sind die Controller? Ich brauche einen Schmiedecontroller. Wie baue ich einen Schmiedecontroller? Schmelz. Also. Oh, aha. Das ist Glas, ein versenkter Tank. Da brauchen wir... Nee, versenkter Tank, da brauchen wir hier Glas. Kriegen wir hin. Und dann brauchen wir, was brauchen wir noch? Schmelzerei Ausguss. Heilig, jetzt wollen die ja Haufen Zeug da. Also. Ja, ist gut. Wir müssen unbedingt eine Reise machen. Ach ja, Glas wollen wir ja auch noch haben. Zwischendurch. Regierungsschmelze, was? Also. Eins, das ist schon mal gut. Toll, das kriegt auch in dieses scheiß Buch. Dann brauchen wir einen Tank. Tank. Wir brauchen einfach nur einen Tank. Ich hoffe, das reicht. Yay. Einen Ausguss haben wir noch nicht. Dann probieren wir es mal. Yay. Und dann brauchen wir hier einen Zapfhahn. Das dürfte reichen. So. Da haben wir da durch jetzt aber hier tatsächlich eins wieder rein. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hier haben wir bereits das da und Seller. Auch gut, das heißt, wir brauchen das zweimal. Da haben wir die Bücher drin, genau. Also das brauchen wir jetzt noch nicht. Das, ich würde sagen, das reicht uns erstmal. Obsidian. Okay, passt auf. Dann schauen wir mal in den Keller. Yep, da. So, jetzt brauchen wir aber nur noch wieder mein Hämmerli. Weil, ganz ehrlich, ja. Das müssen wir ein bisschen wegpacken.
Ja, toll! Toll für euch. Mein Kies braucht man eigentlich immer mal. Jetzt gerade mit so einer Schmelze, aber... Naja... Was ist jetzt kaputt? So. Also bei diesen Kiesmassen hier, so hätte sich's ja echt fast. Hätte sich's ja echt fast gelohnt. Ja, dich werde ich eh noch reinschließen, dann hältst du mal ein bisschen die Klappe. Da muss ich jetzt gucken, wie weit ich gehen darf. Ich würde es nämlich so machen, dass ich sage, okay, ich habe hier... Wenn man sagt, wo ist denn da oben die Raumbrennerei? Dann habe ich hier einen Block. Die Drawer, wo stehen die denn? Stehen da drauf. Das heißt, ich habe hier... Wenn da oben die Wand ist, oder wenn hier die Wand ist, aber ich habe hier eins... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe 9 von der Treppe aus. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe tatsächlich schon zu viel. Ist gut, aber... Es hätte tatsächlich so gereicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Okay, passt. Gut, dann würde ich sagen, hebe bitte aus. Und wie groß machen wir das jetzt? Weiß ich nicht. Ich meine, uns bleiben da ja alle Grenzen offen letztlich, ne? Ja, kommt, lass den Kies noch mal rausflattern. Warum nicht? Ja, komm, die Kiesberge, wir brauchen sie ja. Und das meine ich tatsächlich ernst. Uiuiui. Okay, dann brauchen wir Schaufel. Also so viel Kies hätte ich nie gedacht, dass ich finde, nur weil ich kurz den Keller ausgrabe. Gebe zu, das ist jetzt ein wenig überraschend. Aber ich find's tufte. Ich find's echt tufte. So. Schmiede, wie groß möchten wir sie denn machen? Also eins... Das geht ja schon mal gar nicht. Wir brauchen Platz dahin. Das heißt, wenn wir da einen Raum drinnen machen, würde ich jetzt sagen, und da noch Platz, brauchen wir hier so wenigstens 1, 2, 3. Hier. 3. Ist das 4 angemessen? Ich habe ein Problem. Ich habe keinen Platz für meine Schmiede. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns arrangieren. Also ich würde jetzt persönlich sagen, wir bauen sie natürlich in die Wand ein. Ach, wer hätte das gedacht? Einmal Hammer bitte. So. Weil dann können wir nämlich schon mal so anfangen. Na toll. Ja.
Da würde ich sogar noch mitgehen. Hier. Und hier auch. Aber das reicht dann, glaube ich, auch schon wieder, ne? Ja, so nach dem Motto. Ja, kann man. Meine, ich krieg noch eine Reihe drauf. Sieht rein aktuell so aus. Tatsächlich, ich hätte nie gedacht. So, wir brauchen ja natürlich ja noch einen Controller. Ja, das ist doch nun mal gleich eine ordentliche Schmiede. Besser als? Also vielen Dank, Ebony, das hat sehr geholfen. So, nun möchten wir den Controller. Schmelzerei. Ist das nicht das? Ja, das ist das. Jetzt fehlt aber hier ein bisschen Lava, ne? Und was fehlt hier? Ja, also einschmelzen können wir aktuell noch nichts, das ist richtig. Ich würde sagen, wir packen den Tank hier hin. Okay. Doofe Idee. Das ist der Ausguss. Ist die zu klein? Oder so? Ach ja, Mist. Ah. Könnte natürlich auch sein, dass sie jetzt zu klein ist oder braucht ihr Lava. Ich bin doof. Kann ich da noch was draufsetzen? Jetzt regnet's. Also ich würde mal sagen, so klappt das hier schon eher. Die Frage ist nur, wo kriege ich jetzt wieder den weil uns fehlt da jetzt dann tatsächlich 1, 2, 3 mal 4. 16. Wenn nicht, muss ich doch erweilen, was... Der... Ah gut, 16, da könnten wir hinkommen. Muss ich gerade mal... Moment, das ist ja eigentlich erst so, ne? 16 Stück. Ja, reicht gerade so. Ich bin doof. Okay, wir brauchen 12. Das sieht jetzt gerade aus, als hätte es da kurz gefunkt. Sieht aber immer noch lampig aus. Musterrand hier auch. Ja, ich halt.
Also gut. Das wird jetzt nicht einfach. Ich muss also tatsächlich eine Reihe wieder runternehmen. Na toll. Geht schon los. Geht schon los. Wobei, das kann man, glaube ich, lassen, aber... Oh, Entschuldigung. Gesundheit, Herr Master. Dankeschön, bitteschön. Wiedersehen. Naja. Wobei, da würde ich sagen, lassen wir sogar, aber ich würde es hier vorne dann halt quasi abbauen. Einfach mal just for fun, weil das ja so funny ist, ne? Und das doofe Niederportal nervt. Nee. Und mir fehlen sie immer noch. Das ist jetzt nicht gut. Ich brauche noch eins, zwei. Eigentlich war das mir einer jetzt fehlt. Bitteschön. Mir fehlt mehr. Gut, dann wird es halt doch nicht so hoch. Drei. Eins, zwei, drei. Ofen. Was sagst du jetzt dazu? Ich bin vollkommen unterdacht. Kompletto. Das können wir überprüfen, indem wir das hier rausnehmen. Wir können es überprüfen, indem wir das hier rausnehmen. Das hier und das hier. Na toll. Und wieder. Okay, wir brauchen Lava. Habe ich geschnallt. Dann werden wir uns mit unseren zwei hübschen Eimerlein auf den Weg machen und mal gucken, ob wir Lava finden. Ich meine, Lava ist ja nicht schwer zu finden gewesen hier. Eigentlich, ich frage mich nur, wo die Ebony's Lava-Station fanden, weil die war nicht schlecht. Ich brauche ja nur zwei Eimerlein, ne? Zwei. Zwei Eimer. Zwei Eimer Lava. Mehr will ich gar nicht. Mehr verlange ich auch gar nicht. Nur zwei Eimer Lava. Dass ich mein Zeug schmelzen kann. Hier werden wir nicht fündig. Die Frage ist halt jetzt wieder, wo ist Lava? Ich wüsste es gern. Hier haben wir einen schnuckligen Glowstone. Da haben wir zugemacht. Ich meine, hier drunter ist Lava notfalls, ne? Ah, wisst ihr was?
Ist ja. Ja, würde ich sagen. Dann schauen wir, dass wir uns hier einen kleinen Runtergang aufbauen. Unseren kleinen Lavasee hier. Und jetzt haben wir Lava. Wir haben ganz viel Lava. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich hier das sicher machen sollte. Also, ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob ich jetzt hergehen soll und sagen soll, yo, pass auf, Leute. Ich mache den Nether sicher. Wow. Das war nicht. Ach du Liebe. Schnell ins Haus. Ich hab das Ding befüllt. So, die Smelzerei, die ist aber immer noch nicht funktional. Braucht man denn ein Reinguckloch? Das ist jetzt dämlich. Braucht man Fenster? Mensch, muss das so Schiffe? Dann ist die Frage, wie macht man so ein Guckfenster hier? Versenktes Glas. Da, versenktes Fenster. Also passt auf, Leute. Ich weiß ja nicht, wie viel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wie viel Glas haben wir noch zur Verfügung? Naja, es hält sich in Grenzen. Wo haben wir Glas? Zack. Aber mehr kann ich echt nicht tun jetzt gerade. Ich kann jetzt noch sagen, okay, komm, pass auf. Oh, wir brauchen. Oh, jetzt funktioniert er auf einmal. Funktioniert das? Nö. Würde er funktionieren mit nur dem hier? Diesen tun wir es ja nicht. Lava? Du hast den Tank ja aber schon geschneit, oder? Okay, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal rundherum und buddeln hier all das Zeug wieder aus und setzen es oben drauf. Wow. Aber schmelzen mag das Obsidian hier noch nicht. Hat angeblich noch keine Lava. Das checken wir aus.
Da kommt uns Wasser entgegen. Sorry, aber nein. So. Toll. Ofen funzt, aber tankt noch nicht. Kriegen wir hin. Wir das so machen. Und dann würde ich jetzt mal auf mein Baugerüst scheißen. Uno Moment. So, das muss ja immer sein, ne? Aber ich kann sogar mal kurz gucken. Wir sind eh schon wieder hier an unserem Limit. Und dann können wir hier den Ton wieder anmachen. So. Ich habe sogar noch übrig. Da schau an. Aber es wird jetzt erstmal so für die groben Dinge reichen. Jetzt ist halt nur die große, große Preisfrage, ne? Warum er die Lava hier nicht frisst. Ich meine, ich könnte versuchen, die Lava wieder rauszunehmen. Das abzubauen. Das Teil wieder drauf zu bauen. Diesen tollen Tank. Oder muss ich ihn hier mit draufhauen? Mit integrieren, quasi. Okay. Ich schätze, ich muss das mit integrieren. Dann würde ich jetzt vorschlagen, hauen wir auch das da weg. Dann hätte ich gern hier ein Stück Magmatit-Pflasterstein. Nee. Dann hauen wir auch das da weg. Nee. Wir machen mal hier bitte noch eine Fackel hin. Dankeschön. So, und dann, dann machen wir den Tank hierhin. Hierhin. Und jetzt sollte er am Brutzeln sein. Wenn ich den Tank jetzt auch noch befülle. Ja, so geht das schon eher. Da haben wir ein bisschen Glas zum Neischnupseln. Oh, guck, es wird schon, der versenkte Ziegel möchte bitte nicht rein. Kann ich es jetzt noch rausnehmen? Nochmal Lava. So, das ist doch schon mal Schmelzereiausguss. Zack und zack. Jetzt aber. Also, zack. Da haben wir hier schon mal ein Tischle. Zack. Zack und zack. Hoffe ich. Ich frage mich nämlich gerade. Okay, Obsidian macht sich breit. Ich möchte gucken, wie dieser Schmelzereiausguss hier aussieht. Ich glaube, ich möchte diesen Schmelzereiausguss auch andersrum haben. Es ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt auch doof. Weil dazu müsste ich mich jetzt mit Erde reinbauen.
Und es funktioniert nicht mal. Tschüss, Erde. Kann ich mich mit Erde so hinbauen? Wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, hier. Nee, das macht er wieder von oben. Und wenn ich sag, oder? Und wenn ich sag, yo, pass auf, Master. Ich möchte, dass du... Ja, so. So gefällt mir das doch schon viel besser. Na, wobei, eigentlich nicht, ne? Eigentlich gefällt mir das so überhaupt nicht. Jetzt habe ich mich natürlich abgeplagt, ne? Zack und zack. Okay, komm. Du kommst dahin und... Du kommst dahin. Viel nützen wird uns noch nichts. Und was ich gerade merke, ist, dieses Glas ist auch semi. Wenn man da drin... Okay, besser. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.